Hallo Leute, ich bin Jake Krauser und ich hoffe, man hört mich. Das ist jetzt wieder mal nur ein Test. Ich spiele das jetzt, das ist jetzt PS1 Emulator auf dem PC. Und naja, ich habe jetzt alles Mögliche ausprobiert und keine Ahnung, habe mir heute das Headset gekauft. Der ist angeblich für PC, Xbox One, PS4 und alles mögliche. Also auf der PS4 habe ich probiert. Klappt eigentlich wunderbar. Hierbei, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Man hat mich echt schwach gehört. Man hört mich echt schlecht. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das diesmal wird, aber naja, ich habe alle mögliche Einstellungen, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal irgendwelche erweiterte Einstellungen, irgendwie Mikrofon konfigurieren und was weiß ich. Naja, ich hoffe, das wird jetzt. Also das hier ist jetzt nur ein Test. Wenn mir das gefällt, dann bleibt das so. Und ansonsten, naja, muss ich weiter versuchen, muss ich weiter suchen. Ich versuche hier ein bisschen lauter zu reden, weil die Musik, die vom Spiel kommt, die ist lauter. Irgendwie. Die ist lauter wie meine Stimme. Keine Ahnung. Hoffe, das klappt. So, da kommt jetzt die fette Schlange, meine Freundin. Ja, komm, übertreib nicht, übertreib nicht. Das Wiedersehen ist echt kurz. Da, da. Wow, wow, wow. Da, da. Also man sieht, dass die Jill Valentine nicht so stark ist wie Tristan. Dafür hat die bessere Waffen. Ja, mach dich ab. Und das war schon. Nicht sonderlich schwer. Hab schon schwerere Sachen gemacht. Also hier das Spiel. Das ist jetzt Resident Evil 1 Director's Cut. Naja, das ist jetzt noch so eine DualShock-Version. Keine Ahnung, hab selber sowas noch nie gespielt, aber ich sehe im Moment hier keinen Unterschied mit dem Original, also mit dem Original Director's Cut. Außer dass am Anfang das Video schwarz-weiß war. Ich versuche noch, das in Farbe zu besorgen. Ja. Am I poisoned? Bin vergiftet. Give me the Oh serum. nein, Jill Valentine, du bist vergiftet. Keine Angst. Ich rette dich, weil ich weiß wohin. Also wir müssen jetzt dahin, wo wir das Serum für den Richard geholt haben. Mann, das ist echt anstrengend, immer so laut zu reden, ey. Ich weiß nicht, was meine Nachbarn von mir denken. Quatscht der mit sich selber? Idiot. Ja, wahrscheinlich. Na egal. Ja. Ja, wie gesagt, das ist Director's Cut als, naja, als das 97. Hier der Raum, der sieht aus wie ein Sarg. Das hier ist der Deckel, wo ich bin. Und unten ist das eigentliche Sarg. Meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, das 97 sollte ja das Resident Evil 2 rauskommen. Weil das Original Resident Evil 1 kam 96, 97, ach was weiß ich, irgendwann in dem Zeitraum. Und als die fast fertig waren mit dem Resident Evil 2, haben die gemerkt, dass es, naja, so ziemlich auf den erst an den ersten Resident Evil erinnert. Und ja, dann haben die das, naja, wieder gestrichen, haben stattdessen hier das Director's Cut rausgebracht. Was jeder DualShock-Version sein soll, keine Ahnung. Also ich spiele das mit einem Xbox 360-Controller und ich habe hier kein DualShock, also hier vibriert überhaupt gar nichts. So, jetzt müssen wir in den Garten ein paar Hunde abknallen. So, wo ist denn das andere Teil? Das Gegenstück von dem, was ich jetzt habe. Nein, das ist denn hier. Da ist es. So. Ja, das reicht. Alles ist aber wunderbar.
Ja, ach ja, ich muss ja laut reden. Waffe. Waffe braucht man hier auf jeden Fall. In dem Herrenhaus. Ja, was trinken. So. Wie kann ich denn am schnellsten dahin? Dass ich hier so besoffen rumlaufe, das liegt daran, dass der Controller so empfindlich ist. Keine Ahnung, ey. Hier. Ich kann echt nicht geradeaus laufen. Total scheiße. Ja, aber das geht. Man kann, man gewöhnt sich dran. So. Oh nein, ich schon wieder. Schon wieder. So. So, jetzt müssen wir durch den Garten durch. In das andere Haus. In das Gartenhäuschen. Dazu nähen kann. Ich weiß nicht, ob man das auf der Karte sieht. Ich habe noch die Karte. Ich habe die Karte nicht. Oder habe ich die Karte? Mal gucken. So, Map. Ne, sieht man nicht. Das ist das Herrenhaus quasi. Ja. Aber gleich, wenn ich da drin bin, dann kann man das da hinten am im Wald kann man dann das andere Haus sehen. Ich weiß nicht, wie man dazu sagen kann. Haus. Ein Land. Ja, ich glaube, ich habe alles. Hunde abknallen, mit der Pistole. Ja, müsste gehen. So, ich habe noch 7 Minuten. Ich hoffe, ich pack das bis dahin. Und ich hoffe, dass man mich echt gut hört. Weil ansonsten muss ich dann wieder löschen. Muss, ey, das ist. Wie gesagt, ich mache das jetzt schon zum 4. oder 5. Mal. Mann, das ist echt, das ist noch beschissener wie auf der Arbeit, ganz ehrlich. Mann, habe ich mich am Anfang aufgeregt, dass es hier nicht funktioniert hat. Also, ja, ich weiß ja noch nicht mal, ob das jetzt funktioniert, aber. Mal gucken. So, den Mond fehlt noch. Jetzt haben wir den Mond, Tür geht auf, da rein. Man hört schon die Hunde, die ich gleich ab. Ja. Leider. Leider. Ach komm jetzt. Mann. Dieser scheiß Steuerkreuz. Echt, der Controller ist für den Arsch. Headset ist für den Arsch. Laptop ist auch für den Arsch. So, da ist er. Also ich bin kein professioneller Let's Player, ne? Aber ich versuche das mal trotzdem mal irgendwie in den Griff zu kriegen, dass es mal ein bisschen funktioniert. Das ist echt super. Echt super, ey. So, Hunde, komm her. Komm her, komm her. Nein, die verträgt mir. Hm? So. Noch ein Hund. Wo bist du? Ja, der kommt ja schon. Hallo. Der wollte schon springen. Der wollte springen. Mann, stirb endlich. Jetzt. Na ja. Der Brad. Brad, this is Jill. This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team, it doesn't matter. Anybody, answer me. This is Brad. Brad? Brad? Ja, der Penner, der hat sich ganz am Anfang verpisst. Mit dem Hubschrauber. Naja. Aber ich werde schon überleben. Keine Angst. Brad. Ein rotes, ein grünes. Noch ein rotes. Den wird man brauchen. Höchstwahrscheinlich gleich.
Also da kommt gleich eine Stelle, das ist nicht immer super hinzukriegen. Kann sein, dass ich da ein bisschen passen muss. Ein bisschen abhauen muss. Aber mal sehen. So, ich habe noch 5 Minuten zum Aufnehmen. Und dann gucke ich erstmal, ob das klappt mit der Stimme. Ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Echt. Echt. So sehr. Ja, jetzt haben wir... Jetzt sind wir gegen alles geschützt. Gift. Angriffe. Hier ist noch eine Karte. Von dem Garten. Sieht man jetzt irgendwas? Ja, da sieht man die Gartenanlage. Das ist jetzt nicht die echte Karte, aber man sieht da ein bisschen was. Was kann man denn zu dem anderen Haus sagen? Was kann man denn dazu sagen? Was ist das? Ein Gartenhaus. Das ist kein Gartenhaus. Das ist... Was ist das? Also, ich hätte auch gern so ein Haus. Auf der anderen Seite runter, das ist doch schön. Echt schön. Hauptsache, ich komme hier durch. So schnell wie möglich. Und Hauptsache, man hört mich. Oh, wenn nicht, ey, dann. Ich weiß auch nicht. Hier die Stelle. Wo die Schlangen runterfallen, ne? Die giftigen Schlangen. Bei Remake werde ich hier immer von einer erwischt. Aber immer wenn ich zurückgehe, warum auch immer, Alter. Kannst du echt machen, was du willst? Na ja, komm, alle drei auf einem Haus, weil es gibt. Zwei Wildschöpfe. Das ist echt wunderbar. Komm. Auch gut. Ja, dann kommen wir durch. Waffe nachladen. Rein, Mann, ist das Scheißsteuerbord. So, rein. Wir sind nochmal ein paar hundert. Aber hier kenne ich einen Trick. Das ist kein Problem. Wir kommen hier nacheinander. Da bist du. Sind eigentlich drei. Aber die eine kommt. Oh, sind alle hier. Also das ist ja echt. So, da habe ich ja noch nie erlebt. Bei den ganzen 5 Mal, was ich hier aufgenommen habe, kam sowas nicht vor. Ja. 2 Plätze habe ich. Ich habe ja noch 2 gemixte Kräuter da drin. Gut, also dann speichern. Nee, nicht speichern. Ich muss erstmal gucken, wie das mit der Stimme ist. Wenn das scheiße mit der Stimme, dann kann ich ja schon speichern. Geht nicht. Nee, es geht noch nicht. Wow, die Kopfhörer sind eigentlich ziemlich gut. Aber ein Mikro ist nicht so sonderlich super. Man sieht, hier ist das anders. Hier ist nicht so wie bei dem Original Resident Evil 1. Es sind 3 Löcher im Boden. Beim Original war nur 1. Und zwar hier die. Ich jetzt nur. Es sind überall Löcher im Boden. So, jetzt gehe ich noch hier rein und dann mache ich Schluss. Die Musik ist echt scheiße. Ganz ehrlich, echt kacke. Im Original war die viel besser. So, macht's gut, wir sehen uns gleich.